Also meine Erfahrung als Mama und auch als Erzieherin, Schutz sind die ersten und einzigen Windeln, die selbst beim großen Geschäft nicht auslaufen. Hi, mein Name ist Nadja. Wir wickeln unseren Samuel jetzt circa, ja, 6 Monate mit Jutes. War auch unsere letzte Hoffnung, weil alle anderen Systeme haben so ein bisschen vorher verkackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben dann beschlossen, wir versuchen es noch einmal, weil wir eben den Tonnen an Müll entgegentreten wollten. Aber alle anderen Systeme, also wir haben 3 Stück versucht, haben nicht funktioniert. Die haben immer irgendwo ein Leck gehabt. Auch große namhafte Hersteller, von denen wir halt auch enttäuscht waren, als wir sie angeschrieben haben und gesagt haben, wir haben das Problem, dass es hinten ausläuft, immer und immer zwischen die Außen und diesen Innenbereich, die uns dann einfach nur die normale Anleitung gegeben haben und auf unser Problem gar nicht eingegangen sind und im Prinzip gesagt haben, Pech gehabt. Tja, und dann kam er zu Jutes. Ich habe das Etikett tatsächlich weggemacht. Das war noch die erste Generation. Und das ist auch was, wo ich unheimlich begeistert bin, dass da weiterentwickelt wird. Also, dass man sagen kann, das hat nicht funktioniert und dann sind sie sofort dabei, eine Lösung zu finden und Ja, und als wir dann aus dem Krankenhaus zu Hause waren, war ich natürlich ganz aufgeregt und wollte es ausprobieren. Und ja, zuerst ist es tatsächlich ausgelaufen, weil ich den Tipp mit den Rüschen nach innen klappen noch nicht kannte. Aber da habe ich mich dann an den Kundenservice gewendet und habe da auch super schnell eine Antwort bekommen. Und das war auch super hilfreich. Ich habe dann einfach die Rüschen nach innen geklappt, solange bis sie dann, ich glaube, 4 Kilo gewogen hat. Und dann konnte ich sie auch ganz normal benutzen. Auch jetzt nachts mit dem Wickeln, wo ich ja vorher Vorbehalte hatte, klappt es super. Also ich habe die teilweise bis zu 12 Stunden schon drum gehabt, die Windel. Es ist nichts ausgelaufen. Natürlich gibt es auch mal Situationen, wo ich sie zu lange um hatte. Deswegen mache ich es jetzt meistens so, dass ich meine Tochter, wenn ich sie ins Bett bringe, einmal wickel mit dem Booster auch drin und dann gegen 4 nochmal mit dem Booster. Also ich habe mir noch Booster nachbestellt, damit es auch länger als nur 4 Nächte hält. Und das funktioniert tatsächlich richtig, richtig gut. Und ja, wir haben bisher wirklich keine Probleme mit dem wunden Po gehabt. Es hält dichter als normale Windeln. Ich nutze ab und zu normale Windeln, wenn ich unterwegs bin. Und da habe ich schon deutlich häufiger Missgeschicke gehabt. Und ja, ich bin auf jeden Fall super happy, dass wir das gemacht haben. Und ja, werde jetzt auch die nächste Größe bestellen. Hallo, ich wollte euch erzählen, warum wir die Jutes benutzen. Und zwar, weil ich jetzt beim zweiten Kind unbedingt Stoffwindeln nutzen wollte, weil sie schadstofffrei sind, man sie waschen kann, also für die Umwelt natürlich viel besser ist, weil es keinen roten Po gibt und weil sie hoffentlich auch nicht auslaufen. Also bis jetzt hat man keine Probleme im Gegensatz zu den Wegwerfwindeln, die regelmäßig hinten auslaufen, auch vom Rücken hoch. Und das ist bei uns bei den Jutes jetzt noch nicht passiert. Ja.